Die Büchner sind eine traditionsreiche Arztfamilie. Schon Hans Büchner, geboren 1550, ist uns bekannt als Bader in Neustadt. Sein Urenkel Johannes Büchner, 1658 geboren, wird der erste Bader in Reinheim. Und Reinheim wird der Stammsitz der Büchners. Dort steht bis heute das Doktorhaus und ist eng mit der Familie verbunden. Johann Jakob Büchner, geboren 1753, heiratet Wilhelmine Magdalene Vorberg und hat mit ihr 7 Kinder. Von diesen 7 Kindern sind 5 Söhne und alle 5 Söhne sind von Beruf Arzt geworden. Das ist selbst in einer so traditionsreichen Familie eher ungewöhnlich und hat die schlichte Folge, dass 4 von ihnen Reinheim verlassen müssen. Nur einer kann der nächste Doktor im Ort werden. 3 Brüder machen sich gemeinsam auf den Weg und brechen auf nach Holland. In Holland gibt es bereits 2 erfolgreich als Ärzte arbeitende Onkel, die offensichtlich wichtigen Einfluss darauf genommen haben, dass sich die 3 auf den Weg machen. Ernst Christian ist Doktor in Kampen und Ludwig Christian in Nimwegen. Wilhelm Friedrich und Johann Friedrich Büchner, die beiden Brüder von Ernst, dem Vater von Georg Büchner, Wilhelm Friedrich und Johann Friedrich lassen sich als Ärzte in Holland nieder. Und Wilhelm ist in Gouda ein hochgeachteter und erfolgreicher Arzt geworden. Wahrscheinlich hat die Stadt ihm zu verdanken, dass sie von der Cholera verschont blieb. Denn Wilhelm Büchner hat veranlasst, dass die Grachten in Gouda regelmäßig gespült wurden. Eine Tradition, die dort bis heute in Andenken an ihn begangen und gefeiert wird.